Ja, hallo Roberto, moin. Hi Tom, grüß dich. Grüß dich auch. Wir machen einen kleinen Videopodcast heute, wird nicht lange gehen. Das Thema ist hoffentlich relativ schnell durch. Wir sprechen über das Rechtssein, über das Rechtsoffensein, über das Nazi-Sein, über das Schwurbler, Verschwörungstheoretiker und weiß der Henker, was ich meine. Ja, also eigentlich sprechen wir über uns. Genau, also man muss dazu sagen, tatsächlich, wir sprechen über uns. Man muss auch dazu sagen, dass wir ja jetzt, ich weiß gar nicht, ein Dreivierteljahr oder so, wie lange sind wir auf Twitter mittlerweile? Ach, länger schon, aber so aktiv, Dreivierteljahr, ja, ungefähr. Okay, ja. Und ja. Zuerst war das ja total harmonisch und geschmeidig irgendwie und ich dachte, oh, das ist so toll und so. Und mittlerweile kommen sie ja alle aus ihren Löchern gekrochen, wahrscheinlich, weil wir mehr Follower haben und mehr Tweets von uns geteilt werden und so, dann wären natürlich auch logischerweise andere Leute immer auch. Ja, das ist nur ein Teil. Tom, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Tatsächlich ist es auch, ich glaube schon, wir sind auch zynischer geworden. Also das merke ich bei mir. Meine Posts oder meine Tweets, wie man sie ja nennt bei Twitter, sind wesentlich zynischer als am Anfang. Natürlich ziehen wir da Leute ran, die keinen Humor haben und Zynismus nicht verstehen. Die tun mir ja fast ein bisschen leid. Die verstehen ja nichts. Die sind ja so dumm. Ja. Also ein bisschen hausgemacht ist es schon auch von uns. Das muss man auch sagen. Ja, also dass wir zynischer geworden, ich sag mal so, wie soll man in den letzten 16 Monaten nicht zynischer geworden sein? Das ist ja die Frage. Ja, selbstverständlich. Das steht ja außer Frage. Ja. Aber und ich glaube auch, dass es natürlich eine Menge Heilpreis gibt, die auch keinen Humor oder keine Ironie oder meinetwegen auch humoristischen Zynismus verstehen oder so. Aber die finde ich gar nicht so schlimm. Das sind dann wahrscheinlich auch die, die sich über Postilla und Artikel aufregen, weil sie denken, das ist alles irgendwie eine echte Nachricht oder so. Schlimm finde ich die, die wirklich bei jeder Gelegenheit, schönes Beispiel war vor kurzem deine Aktion mit Ken Jebsen. Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen, weil das ist für mich so wirklich so richtig bezeichnend. Ich glaube, es war ein Sonntag. Ich habe nur ganz kurz getwittert, dass ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber ich habe mich ein bisschen echauffiert darüber, wie man mit Ken Jebsen umgeht, dass man ihn überwacht und dass man ihn zum Nazi erklärt und so weiter. Und dann gab es einen Shitstorm. Jetzt ist es natürlich so, wer nicht mindestens einmal im halben Jahr in der Scheiße wartet, die so einen Shitstorm fabriziert, der hat ja auch was falsch gemacht. Insofern haben wir alles richtig gemacht. Ja. Aber es war schon bezeichnend, denn wir gleich vom ersten Kommentar weg, Nazi, rechtsoffen, ihr Rechten, das ist ja klar, dass ihr so tickt und so. Ja, eigentlich haben wir einen demokratischen Diskurs angemahnt mit Ken Jebsen. Und in meiner Vorstellungswelt waren Nazis immer Leute, die jetzt nicht so unbedingt auf Demokratie gepocht haben. Aber hey, ich kann mich täuschen. Vielleicht täusche ich mich. Ja, also das... Also ich denke halt, das ist natürlich auch durch diese ganze Corona-Geschichte nochmal so richtig schön hochgekocht worden. Das Problem gab es ja vorher auch schon. Aber es ist ja von Anfang an diese Story gebastelt worden, dass Leute, die zum Beispiel für ihre Grundrechte auf die Straße gehen, dass die ja A, Corona-Leugner sind, was ja schon der totale Schwachsinn ist, aber was ja schon in diese Richtung zielt. Und um das... weil das ja sowieso völlig inhaltslos ist im Prinzip, um das dann nochmal zu unterstreichen, wird dann eben noch hinterhergepackt, ja, die gehen auch mit Rechten und jetzt dann sind die ja auch selbst rechtsoffen und man muss doch sich überlegen, mit wem man auf die Straße geht. Und auf Twitter merke ich das wirklich ganz deutlich, dass so diese Einordnung, was rechts oder rechtsoffen oder Nazi ist, dass das wirklich so von dieser politisch-medialen Erzählung mehr oder weniger völlig unreflektiert übernommen wurde. Ich glaube, die wenigsten machen sich Gedanken darüber, was sie eigentlich meinen, wenn sie zum Beispiel uns als rechts einordnen. Ich meine, man muss nur unsere Texte lesen, um zu wissen, dass wir keinesfalls rechts sind. Und also ich war es auch nie, du wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber wir hatten neulich eine Kommentatorin, glaube ich, die also auf dem Blog, die meinte, dass wir zu oft die AfD zum Beispiel gut wegkommen lassen. Oder anders gesagt, wir kritisieren sie nicht stark genug. Das reicht schon, dass wir selbst in den Ruch kommen, Rechte zu sein. Wie gesagt, mir persönlich ist es ja mittlerweile sogar wurscht. Also ich habe ja für den Rubicon einen Artikel geschrieben, jetzt aktuell. Und da schreibe ich ja im Grunde, dass die Leute das ja mittlerweile auch mit Achselzucken schon hinnehmen, wenn sie als Nazi tituliert werden. So geht es mir auch, so geht es dir übrigens auch, denke ich.
Ja, aber das ist natürlich insofern gefährlich, als dass es tatsächlich für mein Empfinden auch den Nationalsozialismus relativiert, mindestens aber in so eine verschwommene, neue, oberflächliche Bedeutung rückt. Weil, also, wenn jeder, der Artikel von Reitschuster teilt, das reicht ja im Prinzip schon, oder ein Statement von der AfD jetzt nicht von vornherein als unmöglich abtut, weil er eben das Gefühl hat, naja, gut, also, scheiß Partei, aber was sie da jetzt sagen oder schreiben oder so, finde ich in Ordnung. Wenn jeder dann gleich als Nazi eingeordnet wird, Wo sind denn die echten Nazis? Die kannst du ja gar nicht mehr ausmachen. Naja, es ist halt auch geschichtsvergessen. Ich meine, es gibt ja Kreise, da reicht es ja im Grunde schon, dass du Fleisch isst und du bist Nazi. Und dass du in der Öffentlichkeit hier Bier trinkst, ja? Und du bist Nazi. Oder oh, Gottes Willen, du Nazi. Und also so weit sind wir ja schon. Manchmal sagen sie ja auch Rechte oder die alten weißen Männer, das zielt ja alles im Grunde aufs Gleiche irgendwo. Das Rückständige, das Frühere, so wie man heute nicht mehr leben möchte. Das ist total geschichtsvergessen. Nazis waren, so habe ich das noch gelernt, für den Holocaust verantwortlich. Sie haben einen Angriffskrieg geführt. Sie haben Homosexuelle interniert und getötet, auch Zigeuner. Experimente an Menschen gemacht. Unzählige Dinge. Also, ja, ja. Ja, nichts davon ist das, was wir jeden Tag täten. Und trotzdem werden wir von vielen als Nazis wahrgenommen. Ja. Ja, und die Tatsache, dass man als Angegriffener dann auch irgendwann abstumpft, weil du hast es ja ganz gut auf den Punkt gebracht, also wenn ich nicht jeden Tag mindestens einmal rechtsoffen Nazi, Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker oder Antisemit genannt werde, dann fehlt mir schon was, beinahe. Jetzt habe ich den Faden verloren, scheiße. Ich hatte noch einen zweiten Teil des Satzes, aber der ist weg. Ja, das schneidest du schon raus. Es ist auch schön, dass du sagst, das, was ich schon sagte. Das habe ich nämlich im letzten Podcast gesagt, den du abgebrochen hast. Ich habe einen Podcast mit dir abgebrochen? Ja, gerade eben. Wegen deinem Schatten. Ach so. Ja, und da habe ich das gesagt, dass mir an einem Tag, wo ich nicht rechts bin, da fehlt mir was. Das habe ich jetzt in diesem... Ja. Ja, das habe ich... Es geht mir ja auch nicht anders, was soll's. Jetzt tu mal nicht so, als wenn du das für dich allein beanspruchen kannst hier. Nein, du kannst es auch drin lassen, ist ja wurscht. Ja. Ich lasse es drin, ja. Ja, nur für die Leute, Tom hat vorher den Podcast abgebrochen, weil er einen Schatten auf der rechten Seite hatte. Ich habe ihm gesagt, ich dachte, das sei Absicht, weil wir ja darüber reden. Aber so weit geht dann sein Rechtsein dann doch nicht. Ein Schatten rechts geht überhaupt nicht. Ja, man muss wissen, ich habe hier zwei Beleuchtungen, rechts und links, und ich habe also höchst unprofessionell nur die eine angemacht, und dadurch hatte ich halt einen Schatten. Ja. Jetzt habe ich auch einen Schatten, aber der ist mittiger. Das ist nicht so konkreter. Du hast so einen Scheitelschatten, aber du hast auch keine Beleuchtung links und rechts. Bei Leuten wie dir, die ja so Nazis sind, da gibt es halt nur rechts 1 und rechts 2. Rechts 1 und rechts 2, ja, genau. Ja. Also einmal stehe ich davor, einmal dahinter. Es ist auf jeden Fall immer rechts, genau. Das ist richtig, ja. Aber das Ganze erinnert natürlich auch tatsächlich stark, beziehungsweise geht natürlich auch in diese ganze Richtung der Identitätspolitik. Ne? Alle Weißen sind Rassisten. Ja. Und alle, die. Und dementsprechend sind alle, die jetzt nicht der offiziell abgesegneten Meinung folgen, Nazis. Also das ist das Gleiche in Grün. Ich glaube, das hast du auch in deinem Artikel geschrieben, oder? Mehr oder weniger, ja. Ich finde ja ohnehin, ich habe ja sowieso die Vorstellung, dass der Begriff Nazi, das ist was, man sagt das natürlich im Alltag. Und ich habe das auch schon getan. Aber der Nazi ist eine historische Figur. Ja, was soll denn heute noch bitte ein Nazi sein? Die AfD als Nazi, was soll denn das sein? Ja, das ist doch Quatsch. Nationalsozialisten haben ein ganz bestimmtes Weltbild gehabt. Die AfD hat sicherlich auch in großen Teilen ein gewisses Weltbild. Aber ich glaube nicht, dass es deckungsgleich ist mit dem, was seinerzeit bei den Herrschaften aus der NSDAP zu finden war. Deswegen habe ich immer ein Problem mit dem Begriff Nazi. Das ist was Historisches. Das ist vorbei. Das gibt es so eigentlich nicht mehr. Nicht mal die Neonazis von heute sind noch deckungsgleich mit den Nazis von 33 bis 45 und davor.
Nee, das geht ja schon aus zeitlichen Gründen gar nicht. Also ja, eben. Ist auch die Frage, wie die Neonazis von heute tatsächlich innerhalb des Nationalsozialismus überhaupt gelebt hätten und ob sie aber das ist ja eine sehr, das ist eine andere Frage. Natürlich. Aber tatsächlich, also die AfD zum Beispiel ist für mich eigentlich ein gutes Beispiel. Wir hatten in einem anderen Podcast mal drüber gesprochen. Das würde ich jetzt gerne hier nochmal direkt vorausschieben, dass wenn man über die AfD spricht, man eigentlich immer schon in dieser Rechtfertigungsschiene ist, erstmal eingangs zu sagen, ich will die nicht und ich finde die blöd und das ist eine Scheißpartei und so weiter. Und wenn man das dann gemacht hat, man hat also Abbitte geleistet, bevor man irgendwas anderes gesagt hat im Prinzip. Wenn man das dann gemacht hat, dann kann man vielleicht sanft versuchen, die AfD zu kritisieren. Allein das ist natürlich total schräg. Ja, ich habe neulich mal geschrieben, als die CSU eine Ehrenerklärung abgegeben hat. Das ist ja nichts anderes. Wenn du jetzt über die AfD was sagst, dann gibst du vorab eine Ehrenerklärung ab, dass du ja eigentlich gar nicht so schlimm bist und mit denen auch gar nichts am Hut haben willst. Aber du möchtest noch mal was dazu sagen. Ja. Ja, Entschuldigung, dass ich das tue und schön katzbuckelnd und so weiter. Das ist natürlich, das ist schon bezeichnend für die Meinungsfreiheit im Land. Ja. Ich möchte aber in dem Zusammenhang zur AfD tatsächlich nochmal sagen, ich habe mich eigentlich aus ganz anderen Gründen, habe ich mich so ein bisschen intensiver mit der AfD auseinandergesetzt in letzter Zeit. Unter anderem über den Andreas Kemper heißt er genau. Da hatte ich dir, glaube ich, auch einen Link geschickt. Ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Also jedenfalls, wenn man da so ein bisschen tiefer gräbt, dann ist es schon so, dass es wirklich Leute in der AfD gibt, die ganz klar nationalsozialistische Vorstellungen haben. Das ist so, die gibt es tatsächlich. Und wie die Partei überhaupt entstanden ist und wer sie finanziert hat, das ist noch ein anderes Thema, das habe ich jetzt auch in einem anderen Format demnächst, da werde ich das ein bisschen vertiefen. Wenn man das weiß, dann kriegt das Ganze auch schon ein ganz gehöriges Geschmäckle. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, und das ist ja auch das, was nicht geht, wenn du das tust, dann bist du selbst schon wieder Nazi. Auf der anderen Seite muss man sagen, man kann aus ganz pragmatischen Gründen nicht der gesamten Partei und womöglich sogar noch den Wählern gleich mit unterstellen, sie seien Nazis oder Rechtsextremisten. Es gibt diese Kräfte und es gibt diese Strömung in der AfD. Das habe ich inzwischen durchaus sehr konkret mitbekommen. Und das muss natürlich in die Bewertung dieser Partei mit einfließen. Das heißt aber nicht, dass sie grundsätzlich eine faschistische oder narzisstische Partei ist. Und man muss ja auch sagen, aus welchen Gründen heraus auch immer, das ist ja ein ganz anderes Thema, muss man ja tatsächlich sagen, dass die AfD in dieser Corona-Krise faktisch mehr oder weniger von teilweise der FDP nochmal abgesehen, die einzige Oppositionspartei gewesen ist, die Maßnahmen hinterfragt und kritisiert hat und die sich auch auf Leute, auf Experten bezogen hat, auf die sich andere Kritiker der Corona-Politik auch bezogen haben. Und wie gesagt, die Motivation dahinter und inwieweit das Kalkül und natürlich Strategie ist, will ich alles gar nicht in Abrede stellen, wobei alles, was Parteien und Politiker machen, das erlebt man jetzt gerade im Wahlkampf wieder ganz aktuell, alles, was die machen, ist Kalkül und folgt einer gewissen Strategie, folgt einem gewissen Ziel, das sie verfolgen. Das ist natürlich bei der AfD auch nicht anders. Aber nichtsdestotrotz war sie die einzige Partei, wenn ich da nur an die Linke denke, da kommt mir das Kotzen, das kalte Grausen, die also Strömungen, die Position gemacht hat. Strömungen gibt es ja in jeder Partei. Die Grünen hatten ja auch am Anfang einen nationalistischen Flügel mit braunem Einschlag. Das gab's. Die mussten sich auch erst finden. Ob sie sich dann gut gefunden haben, ist eine andere Nummer. Das bewerte ich jetzt gar nicht. In der CDU am Anfang, da gab's natürlich braune Seilschaften. In der FDP sowieso. Die CDU ging es ja fast gar nicht anders. Die waren ja vorher alle. Da ging's nur so. Ja, natürlich. Natürlich. Da warst du, wenn du nicht dabei warst vorher, da warst du noch die Ausnahme. Ja. Und und natürlich gibt es auch innerhalb der Linken verschiedene Strömungen, jetzt weniger Nazi-Strömungen. Ja, aber es gibt da durchaus auch antisemitische Strömungen und so. Da käme keiner auf die Idee zu sagen, das sind Nazis. Ja, obwohl Antisemitismus und Nazi, das geht eigentlich schon gut zusammen. Aber da käme keiner drauf. Aber das gibt's. Es ist nicht so eindeutig, dass man sagen muss, eine Partei ist jetzt ganz klar in eine Richtung gehen. Es gibt immer Strömungen und
im Laufe der Zeit kippt das auch. Also ich bin mir sogar bei der AfD relativ sicher, dass diese Hardliner-Kreise nicht auf Dauer sich etablieren werden. Da bin ich mir relativ sicher. Ja? In 10 Jahren reden wir vielleicht anders drüber. Ja, irgendwann, ja. Ich rede von, ja, ich rede langfristig und auf lange Perspektiven ausgelegt davon. Man kann ja auch ins Ausland schauen. Also die Hardliner in den rechten Parteien, die sind im Regelfall nicht diejenigen, die dann irgendwann die Partei so prägen, dass sie politische Macht irgendwann in Händen halten können. Die sortiert man schon aus. Ja. Ja, das und die sind oft so radikal, dass du mit denen sowieso nichts machen kannst. Ja, das wird man sehen. Also ich denke tatsächlich, dass zum Beispiel ein Höcke, der gehört ja nun ganz klar zu den Hardlinern der AfD, dass der wahrscheinlich auf Dauer wirklich keinen Stand in der AfD haben wird und auch keine große Rolle spielen wird. Also das würde mich schon tatsächlich sehr wundern. Aber nichtsdestotrotz, es gibt die Strömung und du hast recht, es gibt in anderen Parteien natürlich auch Strömungen, die teilweise in die gleiche Richtung gehen. Oder eben bei der Linken fällt mir jetzt ein, die sind ja total auf den Woke-Zug aufgesprungen irgendwie. Ja, für mich sind das Nazis. Ja, genau. So kann man das sehen. Ja, genau. Ja. Und dadurch verlieren sie ja auch Wählerstimmen ohne Ende. Ne? Sachsen-Anhalt war ja mehr oder weniger, das ging ja in Richtung Desaster eigentlich. Die Grünen, zweites Beispiel, die Grünen ist ganz klar unter Baerbock und Habeck und diesen ganzen Marie-Louise Becks und Füchs und wie sie heißen da im Hintergrund, ist eine Kriegshetzerpartei geworden. Also eine russophobe Partei, wie es die AfD oder auch die FDP niemals sein könnte. Also von daher hast du schon recht, jede Partei hat natürlich da ihre Leichen im Keller, um es mal so ein bisschen plump zu natürlich formulieren. Naja, die Linke hat das jetzt weniger. Also die Linke hat nach Sachsen-Anhalt gesagt, sie müssen jetzt, nachdem sie so gescheitert sind in Sachsen-Anhalt, sie müssen jetzt die Inhalte wieder nach vorne stellen. Das ist auch interessant. Haben sie den Wahlkampf gemacht? Ja, das weiß schön. Ja gut, mit Hennig Weselow haben sie Wahlkampf gemacht. Und ich meine... Die heißt aber anders, oder? Ich glaube, die heißt Hennig Weselow oder Weseloff. Oder, ja. Also nicht Henning. Welso. Das N oder Welso. Welso, Hennig Welso. Ja. Guck mal, ich weiß nicht mal, wie die heißt. Die andere ist Janine Wissler, das kann ich mir merken. Ich weiß, dass sie nichts kann. Das weiß ich. Ja, genau. Das hat sie ja wirklich eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als sie auch bei Thilo Jung war. Es war ja so unglaublich, ne? Als sie dann wirklich... da rumschwamm, als er fragte, ja, welche Auslandseinsätze würdest du denn beenden wollen? Und sie sagte, ja, eigentlich alle, aber einige auch wieder nicht. Ja gut, fragt er dann nach, aber welche denn jetzt konkret? Sie konnte keinen einzigen nennen. Sie konnte einzigen nennen. Für mich ist klar, die Bundeswehr muss von Helgoland weg. Das geht so nicht. Ja, na gut, okay, ist ein anderes Thema. Die Linke, genau, also die Linke im Identitätswahn und die Grünen im Kriegstreiberwahn und die AfD ist natürlich auch eine neoliberale Partei, da gibt es ja überhaupt keine zwei Meinungen. Also das, was sie jetzt dann transportieren, ist natürlich eine ganz andere Geschichte als das, was sie wirtschaftlich auch tatsächlich anstreben. Also eigentlich kommen wir ja vom Thema weg. Eigentlich wollten wir ja darüber reden, wie du zum Nazi wurdest. Ja, wie wurde ich zum Nazi? Genau. Wie wurden wir zum Nazi? Also es ist ja tatsächlich im letzten Jahr ist es ja wirklich schlimmer geworden. Oder ja. Ich sag mal, ja. Während der Corona-Episode. Und das liegt tatsächlich daran, und das ist ein Problem, an dem die Gesellschaft extrem kränkelt oder krankt. Es gibt keine Grauzonen. Es gibt einfach keine Grauzonen mehr. Ja, Grauzonen halten auf. Grauzonen sind zeitintensiv. Man müsste hinterfragen, man müsste Einzelfallbewertungen erstellen. Da ist ja schönes Schwarz-Weiß-Denken viel einfacher, weil man dann ganz klar schon strukturiert hat, was einer ist. Ja, ja. Und, ja. Wobei Schwarz-Weiß ist ja falsch. Eigentlich ist es ja Weiß-Braun, oder? Ja, Schwarz-Weiß darf man schon wieder nicht mehr sagen. Aber das ist wieder das darf man auch noch nicht einmal sagen. Das ist weiß ich nicht, das ist eine andere Geschichte auf jeden Fall. Bitte. Ja, also jedenfalls unter diesen Voraussetzungen ist es tatsächlich schon so, wie du auch in deinem Artikel geschrieben hast, ich zuck da wirklich nur noch mit den Achseln. Und das finde ich extrem bedenklich. Also wenn vor ein paar Jahren mich jemand Nazi genannt hätte,
Den hätte ich auseinandergenommen, auf den wäre ich losgegangen. Also verbal und wenn es sein muss, darüber hinaus, so nach dem Motto, geht gar nicht. Ich hatte mal einen Freund, das kann ich jetzt auch sagen, der lebt leider nicht mehr, der ist vor vielen oder einigen Jahren gestorben. Und das war so ein richtiger Kämpfer, hat auch geboxt früher irgendwie und überzeugter Linker. Und der saß irgendwie mal in der Kneipe. Wir haben beide so ein bisschen dörflich gearbeitet zusammen. Ich war damals noch Erzieher. Und da saß er in der Kneipe mit mir zusammen und wir haben Bier getrunken und so. Und am anderen Tisch hat irgendjemand ganz üble rassistische, faschistische Dinge gesagt. Und damals war auch dieses Lied von Konstantin Wecker, der Willi, kennst du vielleicht. Das ist aber schon sehr lange her, oder? Ja, das ist schon, wie gesagt, schon viele Jahre her. Aber das hat ihn geprägt und er ist dann wirklich irgendwann aufgestanden. Sage nein. Hat sich vor dem Typen gestellt, und hat gesagt, halt's Maul, Faschist. Und dann ist es zu einer richtig amtlichen Schlägerei gekommen. Mit einem Boxer? Oh. Ja, der andere hat nicht so wahnsinnig gut ausgesehen. Also war zwar das glaube ich. Ein Kopf größer oder so, aber mein Freund hat den total platt gemacht irgendwie. Und ich erzähle das nur deswegen, weil das war damals die Reaktion, wenn dich jemand, beziehungsweise wenn jemand faschistisches Gedankengut geäußert hat. Damit wollte man als Linker nichts zu tun haben. Und er ist ja nicht mal als Nazi bezeichnet worden, sondern hat ja im Gegenteil den anderen als Faschisten bezeichnet, weil der faschistische Dinge gesagt hat. Das hat schon gereicht. Wenn ihn jemand damals Nazi genannt hätte, ich weiß gar nicht, das wäre ein Amoklauf gewesen. Also das wäre die Todsünde gewesen. Wie kann man mich als überzeugten linken Nazi nennen? Und diese Empörung wäre auch damals völlig normal und völlig gerechtfertigt gewesen. Und heute, ja, wir sind Nazis, ja. Gott. Ja, also im Grunde, das ist hart, aber man hat wahrscheinlich auch als Publizist, als jemand, der sagt, er möchte nicht mit dem Mainstream mitmachen, der es ja immer mehr vereinfacht und immer mehr auf Parolen und Symbolpolitik. Und wir zeichnen übrigens auf am Mittwoch, das sag ich mal, das ist nochmal eigentlich dein Part. Mittwoch, der 23.06. Genau. Deutschland gegen Ungarn spielt bald. Wir wissen noch nicht, wie es zu Ende ausgeht, sagt es uns auch nicht nach dem Podcast und auch nicht nachdem er veröffentlicht wurde. Wir wollen es nämlich auch später nicht wissen. Für uns ist nur wichtig, dass die Versicherungsarena in München, ich weiß nicht, wie die heißt, ich glaube, Volksfürsorge Arena, glaube ich, ja. Dass die schön mit Regenbogenfarben eingedeckt ist. Das ist für uns wichtig, alles andere nicht. Und ich habe den Faden verloren, aber da wollte ich eigentlich auch hin. Hm. Ja. Natürlich ist es schwer manchmal. Es ist natürlich, wir sind ja auch zynisch. Ich habe das schon gesagt. Ich habe heute zum Beispiel getwittert. Das kann man auch verwechseln. Man kann uns auch schon in die falsche Ecke stellen dadurch. Ich schreibe hier in der Trump-Knutschen gerade zwei unmaskierte Schwule. Ich ermahne sie lieber nicht zur Maske tragen, möchte tolerant wirken. Die Tussi jedoch, die kurz danach ihren Kerl küsste, habe ich dafür doppelt so aggressiv gemaßregelt. So, jetzt muss ich sagen, jetzt oute ich mich mal, das ist überhaupt nicht passiert, ich habe das erfunden. Ja? Ich habe zwei Männer aneinander rumfummeln sehen, ohne Maske. Ich glaube aber, das war überhaupt kein sexueller Bezug. Aber da kam mir das so in den Sinn. Und natürlich kann man das jetzt verwechseln. Das ist einfach purer Zynismus. Ja? Und jetzt kann man sagen, dieser Nazi, ja, der tut hier so, der zieht das ins Lächerliche und so. Natürlich ziehe ich es ins Lächerliche. Aber nicht, weil ich Nazi bin, sondern weil ich denkender Mensch bin. Und das ist der Unterschied. Ja, ja. Diese ganze Debatte, die wir da führen, ja, wir waren Homosexuelle und wir müssen doch tolerant sein und ja, bin ich doch. Was wollt ihr denn? Es interessiert mich einfach nicht. Ja? Es interessiert mich nicht, ob du mit einem Mann ins Bett gehst. Also als Mann. Ja? Ich habe hier in Frankfurt hängt ein Plakat, da ist ein Bild von Menschen drauf und da steht, ich bin trans, lern mich kennen. Und da denke ich mir, ist aber ganz schön wenig. Also wenn ich jemanden kennenlernen will, hat er gleich Interessen, ist er irgendwie interessant, aber weil er transsexuell ist, ist das nicht ein bisschen wenig? Ist das nicht auch eine Reduktion auf seine Sexualität? Gerade das, was man eigentlich gar nicht will? Ja. Das ist mir einfach alles zu wenig. Und meine Art von Toleranz, die ich so gelernt habe im Leben, ist ganz einfach. Es ist mir scheißegal, was andere machen. Ignoranz ist eine gute Toleranz. Die kann man ruhig
so lassen. Aber diese Leute wollen ja gar nicht, dass du ignorant bist. Du sollst ja beseelt sein von dem Gedanken, dass alle gleich sind und alle gut sind. Und du musst verstehen, wie Homosexuelle ticken und wie Transsexuelle ticken. Aber das muss ich doch gar nicht. Das muss ich doch gar nicht wissen. Ich kann doch einfach sagen, macht ihr euer Ding, das gebe ich nichts an. Ja, ist doch völlig okay. Ja, ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr das macht. Das interessiert mich einfach nicht. Und ich esse jetzt mal Schnitzel und fahre in Urlaub. Fertig. Schnitzel isst du auch noch, ja. Ja, das ist selbstverständlich. Ja, tatsächlich. Vielleicht sollten wir das, weil eigentlich haben wir, glaube ich, auch alles gesagt zu dem Thema. Also vielleicht sollten wir das so in die weite Welt hinausschicken. Wir wollten was ganz anderes eigentlich machen. Ich wundere mich auch, das wollte ich nur mal ganz kurz noch erwähnt haben. Mhm. Wir wollten eigentlich einen Podcast darüber machen, wie wir mit Shitstorms umgehen. Das hast du irgendwie sofort in eine andere Richtung gedreht. Das legen wir dann irgendwann mal nach, oder? Wieso? Erzähl doch schnell, wie wir mit Shitstorms. Na, jetzt will ich nicht mehr. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Also irgendwie, ja, okay, gut. Also mich interessieren sie halt nicht weiter. Aber das ist... ich weiß aber ganz genau, dass du auch manchmal drunter leidest. Ja, das kommt immer drauf an. Also es ist natürlich so schon... Ja, eben. Jeder hat natürlich so die Schrauben, wenn daran jemand dreht, dann ist man empfindlich oder man hat einen schlechten Tag, hat sowieso... Das ist der Punkt. Sollte man eigentlich sowieso von vornherein gar nichts in Social-Media-Kanälen machen, dann macht man es aber trotzdem und dann plötzlich kocht man hoch. Aber da hast du recht, aber insgesamt gehen mir Shitstorms wirklich ziemlich am Arsch vorbei eigentlich. Also, aber die Botschaft, die du gerade hattest, die finde ich schon verdammt gut und wichtig. Vielleicht auch für den ein oder anderen, der versuchen möchte, könnte ja sein, der versuchen möchte, uns zu verstehen. Die Ignoranz und Toleranz und auch Respekt liegen bei uns extrem dicht beieinander. Und wenn wir uns nicht dazu äußern, ob jemand jetzt ein Männlein, Weiblein divers ist oder ob ein Diverser schwanger wurde oder so, habe ich vor kurzem irgendwie auch sowas gelesen und wie wahnsinnig stolz er darauf ist und alle freuen sich mit ihm und so. Wenn ich mich dazu nicht äußere, dann heißt das nicht, dass ich Scheiße finde. Dann heißt das auch nicht, dass ich ein Nazi bin. Dann heißt das einfach, dass ich ganz andere Dinge im Kopf habe. Dass es mich einfach nicht interessiert, ob der Transmensch da jetzt schwanger geworden ist oder andere Dinge, identitätspolitischer Wokeness, Cancel-Scheiß irgendwie. Wir äußern uns ja tatsächlich zu vielen Dingen eben auch nicht. Und selbst das wird uns ja dann schon zum Teil negativ ausgelegt. Und Leute da draußen, da müsst ihr durch. Wir haben nicht zu allem immer eine Meinung und schon gar nicht die richtige und manchmal... Und vielleicht habe ich auch eine Meinung zum Thema und die ist vielleicht nicht massenkompatibel, aber was spielt das für eine Rolle, solange ich den anderen mit Respekt begegne und ihm im Alltag jegliche Rechte lasse, dann ist das doch völlig okay. Ja. Ich gehe doch nicht durch die Straßen und rufe den Völkermord aus, weil ich irgendjemand nicht mag. Ja. Also bei mir ist es ja sogar noch ein bisschen extremer, dass ich ja teilweise, keine Ahnung, irgendeine Meldung oder irgendwie auf Twitter trendet irgendwas oder so und ich klicke dann darauf und denke irgendwie, aha, jetzt hat Grönemeyer dies gesagt oder Hildmann oder Til Schweiger oder wer auch immer. Und dann denke ich so irgendwie, ja, da müsste ich jetzt eigentlich auch mal was zu sagen. Und um dann im nächsten Moment zu denken, ah Tom. Ja, mir geht das auch so. Ja. Es interessiert dich nicht, ist scheißegal. Wenn die darüber diskutieren wollen, dann sollen sie darüber diskutieren. Das sind wir auch, liebe Leute da draußen. Wir korrigieren uns teilweise sogar selbst, weil wir feststellen, wir könnten jetzt was dazu sagen, aber eigentlich haben wir gar keinen Bock drauf. Ja, das stimmt. Und wenn wir dann was sagen und dann aber sofort in die Nazi-Ecke gestellt werden, dann tangiert uns das tatsächlich nicht mehr. Ja, weißt du, das ist halt auch, und man kann natürlich nicht umgehen mit der ganzen Sache. Neulich hat, weißt du, da war ein Trend bei Twitter, Bodyshaming. Bodyshaming ist ja, da geht es ja um Fettleibigkeit und dass man Menschen da nicht konfrontiert damit und dass man da sehr zögerlich ist. Und wo kommt denn das alles her? Ja, es gibt Dickenwitze, über die lache ich. Man sieht es mir nicht an, aber hey, ich bin fettleibig, ja, das ist so. Und da auch selber schuld teilweise dran, ich esse auch gern. Und wie käme ich auf die Idee zu sagen, ja, ich esse auch gern Schokolade, verdammt. Übrigens, wer möchte, Adresse im Impressum, darf mir gerne Schokolade schicken, nehme ich auch gerne an.
Oh. Tom schaut nur skeptisch. Ja. Tom nimmt eher Bier und Schnaps. Schnaps nicht. Nicht, dass hier ein falsches Bild erweckt wird. Ich trinke also ich bin natürlich ein Genussmensch und ich mag das. Und da stehe ich auch dazu. Und wie kann man so kleinkariert sein und sagen, aber jetzt darf man nichts über meine Fülle sagen. Natürlich darf man das. Die Frage ist, was mache ich damit? Interessiert es mich? Das interessiert mich doch ein Dreck, wenn irgend so ein Idiot sagt, du bist ein Fettsack. Ja, sagen, ja gut, brauchst schon mal keine Brille, hast schon mal gesehen. Ja? Stell dir mal vor, diese Entwicklung hätte schon viel, 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 viel früher angefangen. Dann hätte ein heute Klassiker der deutschen Rockmusik, nämlich Dicke von Marius Müller-Westernhagen, für mich immer noch... Das kenne ich gar nicht. Was? Der Nazi, singt er über mich? Du unfassbar. Nein, kenne ich wirklich nicht. Also, schick dir einen Link. Nein, das finde ich, das kann ich finden. Ich bitte darum, also, dass du das nicht kennst. Also, das müsste ich rausschneiden normalerweise. Das geht ja. Aber egal. Jedenfalls, so ein Song, und ich bin mir ziemlich sicher, du wirst ihn lieben. So ein Song, der könnte heute gar nicht mehr geschrieben werden. Und ja, ist ja auch so. Also, der würde sofort im Giftschrank verschwinden. Und, Marius Müller-Westernhagen damals, das waren noch Zeiten. Früher war teilweise etwas besser, aber nicht alles. Wir haben was verloren, glaube ich. Wir haben was verloren. Wir haben eine gewisse Leichtigkeit im Leben verloren, die es einfacher gemacht hat, mit Menschen in Kontakt zu treten und zu kommunizieren. Es ist so unglaublich kompliziert geworden. Ja, man muss immer aufpassen, dass man nicht irgendwas Falsches sagt und so. Und neulich gehört von jemandem, der in den Zoo ging mit Kindern und sagt zu einem Kind, das nicht mitgeht, ein dunkelhäutiges Kind, wir gehen in den Zoo, sollen wir dir vielleicht ein Äffchen mitbringen? Rassistisch. Und das hat die Person auch zu jemand anders gesagt, zum weißen Kind. Weißt du, da steckte nichts dahinter. Ja. Wirklich nichts. Ja. Ja, 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 ja. Oder ich sag auch so eine Geschichte, ja, im Alltag. Ich sag zu meiner Kollegin, ob sie auch ein Stück Schokolade will, hol aus dem Schrank ein Stück Schokolade. Und sie sagt nein. Und dann sage ich zu dir, ach, dann doch lieber einen Mann. Du weißt, worauf ich anspiele, auf das Lied, ja, von Trude Herr. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ach so. Und sie schaut mich total entgeistert an. Ja, was soll denn das jetzt? Ich meinte das Lied. Ach so, ja. Weißt du, so kann es gehen. Du denkst an nichts, du bist flapsig im Alltag und schon hast du hier einen Sexismus-Skandal an der Backe und wird erzählt, du hast schon Speichel hier Tropfen gehabt. Und, hör bloß auf. Das ist so kompliziert geworden. Ja, das stimmt schon. Also wir verabschieden uns in diesem Sinne mit der Aussage, wenn uns jemand treffen möchte, indem er uns als Nazi bezeichnet, das wird nicht gelingen. Es sei denn, wir haben sowieso einen schlechten Tag. Und wenn jemand Lust hat, auf diesem schlechten Tag auch noch mit so einer lächerlichen Beleidigung rumzureiten, sagt das schon viel über die Persönlichkeitsstruktur dieses Menschen aus. Darüber hinaus ist uns das scheißegal. Wir sind links, wir waren immer links. Und ob das jetzt dem einen oder anderen gefällt, geht uns am Arsch vorbei. Das hätten wir natürlich auch in 3 Minuten erzählen können, aber wir schmücken das ja immer ganz gerne ein bisschen aus. Ich wüsste gar nicht, ob ich es unterschreibe, links und so, was ist denn das? Und das ist, also ich bin ja schon der Meinung, dass es links und rechts gibt, aber es ist so kompliziert auch geworden. Es ist genauso scheiße kompliziert wie alles andere. Ja, meinetwegen, dann bin ich eben nur links und er da ist irgendwas anderes oder so, was weiß ich, interessiert mich auch. Ich bin auch zu faul. Ich bin zu faul, nach links zu treten oder nach rechts. Ich bleibe in der Mitte stehen. Ja, mach das mal. Die Mitte, das ist auch so langweilig. Alle wollen in der Mitte. Ich weiß. Ja, das stimmt. Das war mal zur Schröders Zeiten innen. Heute redet auch keiner mehr davon. Ja, doch schon, weil rechts will ja keiner mehr sein. Also selbst die CDU, CSU, zwei historisch rechte Parteien, die ja unter Strauß und Co. sogar noch gesagt haben, wir sind rechts. Nein, rechts wollen wir lieber nicht sein, wir gehen lieber in die Mitte. Also ja, weil rechts ja immer gleich Nazi sein soll, das ist es ja eigentlich auch nicht. Ja, eben. Ja. Also, ja, konservativ, gut, was ist denn daran schlimm, wenn jemand konservativ ist? Konservativ ist ja auch nicht immer schlecht, ja? Konservativ ist auch in der Beziehung mit einer Person zu leben. Das ist auch konservativ. Finde ich gut. Man kann ja auch linkskonservativ sein. Also konservativ heißt ja nichts anderes als auf das Bestehen. Konservieren. Und erhalten und so weiter. Konservieren, erhalten, genau. Ja. Und, ja, klar, also sicher. Also wenn ich mir die Zeit zurückwünsche, in der Lieder wie Dicke von Marius Müller-Westernhagen möglich gewesen sind, bin ich gerne konservativ.
Das bin ich auch. Links. Ich bin auch ein bisschen nostalgisch geworden, glaube ich, so in der Corona-Krise. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, genau. Jetzt hören wir auch auf. Wir sind hier jetzt bei knapp 35 Minuten, bevor hier wieder, sonst kann ich in Google Analytics wieder sehen, dass die Absprungrate so hoch ist. Lass uns mal Schluss machen. Ist das so? Ja, ja. Mit Google. Okay, alles klar. Genau. In diesem Sinne, dann sage ich nichts mehr. Leute, war schön, hat Spaß gemacht und Nazi hin oder her, wir sind Neuland-Rebellen. Jawohl. Ja. Tschüss, du Nazi. Jo, ciao.